Hallo, wir sind wieder unter den Zombies, nachdem wir im zweiten Video hinterrücks ermordet wurden. Und es ist... was? Und wir suchen jetzt immer wieder weiter nach Lebensmittel, Getränken und vor allem will ich eine Axt so schnell wie möglich finden. Das heißt so, man soll sich mit den Zombies nicht so sehr anlegen. Das habe ich jetzt auch nicht mehr vor. Zumindest nicht mehr mit einer Feuerwaffe, denn dann... Das ist ja das Schlimme an dem Spiel. Die Zombies sind ja nicht das Gefährlichste, sondern die anderen Mitspieler sind das Gefährlichste, wie wir ja im zweiten Video gemerkt haben. Also, ich habe keine Ahnung, wo der stand, der Typ. Der kann jetzt auch bei den Stufen raufgekommen sein. Aber es war ein kleiner Schock für mich, als mich der plötzlich einfach erschossen hat. Mit denen hätte ich da überhaupt nicht gerechnet. Ich mitten in der Einöde auf so einen Funkturm. Ich will nur meine AK wieder aufheben und plötzlich gibt's einen Knall und ich bin tot. Und vor allem muss mich der ja auch genau auf den Kopf erwischt haben, weil normalerweise, wenn ich jetzt einen Körpertreffer habe, dann blute ich erstmal und bin ich gleich tot. Es sei denn, es war irgendeine starke Waffe. Das kann auch sein. Ich schätze ja, dass es eine Scharfschützengewehr war. Ich will jetzt da in die Scheune rein, aber da bin ich vorhin schon mal vorbei. Also in den... vor der ersten Aufnahme. Und da war überhaupt nichts drin. Das ärgert mich immer wieder, wenn man sich da mühsam hinrobbt, hinkämpft. Und dann ist da nichts drin. Vor allem, wenn es schon mal ein Gebäude ist, das man begehen kann. Was ja auch nicht sehr weit gesät ist, dass man in jedes Gebäude reingehen kann. Und dann geht man da eben rein und dann ist da nichts drin. Das ärgert mich dann immer ein bisschen. Aber ich bin schon wieder viel zu pessimistisch, deswegen warten wir einfach mal ab, bis wir da hinten sind. Ich sehe zwar jetzt keine Zombies direkt, aber ich will jetzt auch nicht aufstehen. Solange ich keine Axt habe zumindest, will ich da wirklich nichts versuchen, was mir dann den Tod bringen könnte. Auch wenn ich jetzt noch nichts habe. Ich spiele ja immer gerne auf dem amerikanischen Server, weil ich immer so gegen Abend spiele, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme. Und in der Nacht spiele ich DayZ eigentlich wirklich nicht sehr gerne, weil da sieht man wirklich überhaupt nichts, außer mit Taschenlampe und... Ich weiß nicht, ich bin nicht so... Ah, da vorne liegt schon was. Hier in der Ecke liegt nichts. Ein Kanister und da hinten sind leere Dosen wieder. Ich stehe jetzt einfach mal auf. Ich könnte jetzt den Kanister mitnehmen, da ich sowieso nichts sonst in meinem Inventar habe. Ich bin ja immer der Typ, der gerne alles aufsammelt. Oder gerne alles aufsammeln würde. Und tue mich dann extremst schwer, wieder Sachen wegzugeben. Auch wenn ich sie überhaupt nicht brauche und sie total überflüssig sind. Wie zum Beispiel der Benzinkanister. Ich werde wahrscheinlich nie ein Auto finden. Oder ein Auto reparieren können. Weil alleine ist das sehr mühselig. Aber ich nehme es dann einfach trotzdem mit. Und leere Dosen... Ach, Schande. So, wo gehe ich jetzt lang? Da oben wären noch Häuser. Ich könnte jetzt... Ich gehe jetzt einfach mal da lang. Ich sehe noch keine Zombies. Es sind 211. Sind hier. Ich weiß jetzt auch nicht, wie spät es ist, also im Spiel. Und ich habe schon wieder vergessen, meine Stoppuhr einzuschalten. Also 15 Minuten. So. Da, die langen Videos brauchen schon so lange auf YouTube zum Hochladen, das ist abnormal. Vor allem, weil mein Rechner auch nicht mehr der allzu jüngste ist. Genauso wie ich. Naja. So. Zumindest eine Axt wäre cool. Oder zu trinken oder zu essen mal. Das wäre auch schon mal ein Anfang. Dann fühle ich mich auch meist schon wesentlich besser.
Ich sehe hier immer noch keine Zombies, das was mich irgendwie stutzig macht etwas. Weil normalerweise sind zumindest bei Häusern gleich mal Zombies und da kann man auch wieder reingehen. Aber Zombies sehe ich. Oh, doch, da sind welche. Ah, die sehen. Ah, da lege ich mich lieber wieder hin. Ich mache nur mal ganz kurz. Audio Controls, Radio Effects, Music. Cannot fire. Ja, ja. Mikrofon. Haube hoch. Ja, komm. So, Radio. Cannot fire. Ja, ja. So. So. Die gehen mal schön da vorbei. Joey was killed. Yeah. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass irgendwas Besonderes im DayZ passiert, aber das ist irgendwie auch das Schöne in so einem Spiel, wo es kein definiertes Ende gibt oder keine lineare Storyline. Das ist wieder so ein Vor- und Nachteil bei dem Spiel, weil dadurch, dass es kein richtiges Ziel gibt, weiß man auch nie, was so richtig passiert. Und wenn man jetzt irgendein Story-relevantes Spiel spielt, kann man sich ja ungefähr schon ausdenken, was passieren wird. Hier passiert wirklich immer wieder was Neues, wie man im zweiten Video oder ich sag jetzt im 1,5 Video gesehen habt. Das ist ja der offizielle Part 2 erst, da das eine Video etwas kürzer geworden ist. So, ja, ich rauche nebenbei eine. Dann schauen wir mal, was sich da drin verbirgt. Ich hoffe, irgendwas. Außer Dosen. Ich hoffe, dass kein Zombie drin ist. In solchen Scheunen findet man auch oft Waffen, aber so viel Glück werde ich wahrscheinlich nicht haben. Ich sehe jetzt hier auch keine. Normalerweise sind sie da hinter den Kisten. Ich stehe jetzt einfach mal auf. Hier hinten ist eine Flasche. Ne, eine Dose. Ne, eine Flasche. Bringt mir auch nichts. Ich frage mich ja wirklich, für was sind die leeren Dosen? Ja, Munition ist hier. Und hier ist doch was. Ich frage mich ja wirklich, für was die leeren Dosen sind. Makarov-Magazin, ja, nehmen wir mal mit. Ja, Coke, sehr cool. Sonst ist da eigentlich nichts. Also warte mal. Empty Heatpack nehmen wir auch mal mit. Ja, scheiß drauf. So. Hier hinten ist auch noch irgendeine Munition. Die nehmen wir auch noch mit. Makarov-Magazin oder die von 11, 19. ACP, ja, nehmen wir auch mal mit. Die kann man ja auch noch ändern. Ja. So. Leere Dosen. Und da ist noch was. Ja! Ist doch schon mal ein schöner Anfang. Baked Beans oder Franken Beans. Soda Can Pepsi. Sehr cool. Nehmen wir auch mit. Und sonst ist da mal nichts. Vielleicht finden wir ja eine Waffe, die dazu passt. Ich sammle ja immer gern, wenn ich nur Munition finde, die Munition, alles was ich finde, ein, wenn ich nicht weiß, was ich für eine Waffe finde. Und die Munition kann ich ja immer noch droppen. Und da ist eine Waffe. Ich glaub's ja nicht. Da ist echt eine Waffe. Alter, ich bin gerade echt Double Barrel Shotgun. Ja, nehmen wir mit. Okay, ja, hat sich schon ausgezahlt, dass ich da die Munition mitgenommen habe. Dann laden wir die mal. Obwohl ich die doppelläufige ja nicht so cool finde. Weil da nur zwei Schrotpatronen reinpassen und dann muss man wieder nachladen. Das ist, wenn jetzt mehrere Zombies auf einen losgehen, sehr hektisch dann. Aber besser als nichts. Da hinten ist auch noch irgendwas. Sieht mir aber nur noch leeren Dosen aus. Und hier ist noch eine Schrotflinte, oder was? Ja, noch eine. Ja, geil. Zuerst finde ich gar nichts und dann zwei Schrotflinten. Da hinten ist Holz. Holz werde ich auch eher selten mitnehmen, weil Lagerfeuer habe ich nicht im Sinn, dass ich mir eins anzünde. Obwohl, Lagerfeuer braucht man ja
eigentlich um Fleisch zu braten, wenn mich das jetzt nicht total täuscht. War hier nicht gerade noch irgendwie Dosen oder so irgendwas? Ja, da hinten. Aber sonst ist... Ja doch, da ist noch was. Ah, Munition und ein Stahlbolzen. Und eine Coke. Ist ja sehr cool. Slugs nehmen wir mit. Solokin nehmen wir auf jeden Fall mit. Ein Steelbolt brauche ich. Ja, dann droppe ich den mal und nehme den auch mal mit. Ich glaube zwar nicht... Nee, brauche ich. Was? Ja, ja. Bleib bloß draußen jetzt. Ich kann dich hier überhaupt nicht gebrauchen. Da oben ist auch noch ein Kanister. Und was haben wir hier? Hier haben wir Makarov-Magazin. Nehmen wir auch gleich wieder mit. Ja. Dann hat sich das ja wenigstens schon mal ausgezahlt. Ich habe jetzt eine Waffe, eine doppelläufige Schrotflinte, was zu essen und genügend zu trinken. Das würde ich doch mal sagen, dass ich das doch... Oh, nee, da gehe ich nicht rein. Ich werde jetzt hier... Oh. Wieso ist der jetzt aufgestanden? Ich werde hier sehen, dass ich so schnell wie möglich in den Wald reinkomme. Dann einfach mal darauf gehe. Wo der Turm ist, da war ich schon mal. Aber das letzte Mal... Mir kommt keine nach. Nö. Sehr gut. Na, dann schauen wir mal, was da oben bei dem Funkturm oder wie auch bei den zumindest Sendemasten. Da habe ich letztes Mal auch etwas gefunden. Ich weiß jetzt aber nicht mehr was. Ja. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, schreibt es wieder in den Kommentaren. Und falls jemand von euch auch DayZ spielt, dann meldet euch doch, vielleicht machen wir mal zusammen Let's Play. Ich würde das gerne mal zu zweit spielen. Ich habe das noch nie zu zweit gespielt. Ein Kumpel von mir, Markus, mit dem ich auch das Let's Play zu Alan Wake gemacht habe, war gestern noch kurz hier und hat gesagt, ihm gefällt das auch. Er kannte das noch gar nicht. Und er wird jetzt sehen, dass er sich das auch bei Steam runterlädt, das Armor Package mit Operation Arrowhead. Dass wir dann da mal zusammen DayZ spielen und das wäre doch ziemlich cool. Ich habe das noch nie zu zweit gespielt oder mit mehr Leuten. Fände ich auf jeden Fall sehr cool. Und ich bin auch sehr stark beim Überlegen, ob ich nicht ein Let's Play zu Minecraft mache. Minecraft Xbox 360 Edition. Hier muss ich wieder etwas aufpassen, denn hier sind auch Zombies irgendwo. Ja. Zwei sehe ich schon mal. Die gehen aber brav in die andere Richtung. Dann schauen wir mal. Ja, die Sichtweite ist etwas blöd eingestellt, denn die sehen mich sehr, sehr gut. Noch haben sie mich aber... Ja, der wankt jetzt schon wieder auf mich zu. Macht mich immer etwas nervös, wenn der da so schlurfend auf mich zukommt. So, dann schauen wir mal, ob es da irgendwas gibt oder auch nicht. So, gehen wir mal darauf. Der geht da runter. Jetzt können sie ja auch Leitern... bei Leitern hochklettern, wie wir gesehen haben in meinem zweiten Video oder im ersten Video. Das, was mich immer sehr verwirrt hat, denn das konnten sie noch nie wirklich. Down, leider ab. Ich muss mal kurz... Entschuldigung, Leute. So. Wow. Nur mal schnell den Schmott aus der Hand wischen. Ah, hier ist doch schön. Nicht wahr? Ich warte nur, bis mich wieder irgendein Scharfschütze hier runterknallt. Ich will auch mal ein Scharfschützengewehr finden, aber ich habe noch nie eine Militärbasis gefunden.
Entweder ich bin einfach zu blöd dazu, zum Orientieren in dieser Spielwelt, aber andere Leute finden die Militärbasis jedes Mal wieder. Und ich finde Sachen nur durch Zufall. Es ist... Was ist denn das da hinten? Ja, nicht so. Hier hinten gehen wir jetzt hier zurück. Hier wäre eine Tankstelle. Wenn ich jetzt ein Fernglas hätte, wäre es noch besser. Hier unten sieht es nicht so aus, als wenn ich... Da glaube ich, kann ich rein in das Haus hier. Aber ich will... Da wäre so ein... Ja, gehen wir einfach mal runter wieder. So zum Orientieren ist ja so ein Turm wirklich sehr praktisch. Vor allem, wenn er auch noch auf dem Berg oben steht. Also wo war... Die Richtung runter einfach, okay. Wo ist da jetzt einer? Ah, Schande. Ah, Schande. Schande. Ich bin auch wirklich so ein Zombie-Magnet, kommt mir schon langsam vor. Nicht runterfallen, um Gottes Willen, fall da nicht runter. Der wankt weg. Wo ist der Hoppler? Da ist der Hoppler. Ja, dann schauen wir, dass wir hier schnell wegkommen wieder. Ah. Ich weiß, ich sollte hier wegroppen, aber... Ich bin für das Spiel wahrscheinlich auch nicht so geeignet, weil ich sehr ungestüm bin. Aber verfolgen tut mich keiner noch, oder? Ja, toll. Dann drehen wir uns halt um. Nö, sehr gut. Dann schauen wir mal. Also zur Tankstelle will ich mal auf jeden Fall. Und es gibt hier auch im Spiel irgendwo einen Felsbruch. Also so ein... so ein Steinbruch, da wo anscheinend ein LKW respawnt, der auch voll funktionstüchtig ist. Ich habe jetzt schon einige Zeit DayZ gespielt, aber ich habe noch nie einen Steinbruch gesehen. Ich habe auch noch nie die Festung gefunden. Es gibt ja auch so eine große Burg und die habe ich auch noch nie gesehen. Ich habe schon zweimal das Ende der Spielwelt erreicht, aber ich habe noch nie Festung oder so irgendwas Relevantes gesehen. Ich bin auch letztens das erste Mal zu so einem Flugfeld gekommen. Kann man da drüben irgendwo rein? Naja. Ja, schauen wir mal darüber. Ist noch am nächsten. Kann man da rein? Ist nur so eine blöde Frage. Ich weiß jetzt nicht, sieht nicht so begehbar aus. Oh. Und irgendwo. Sollte nicht auf der Straße auf dem Asphalt gehen, ich Idiot. Ja, was? Jetzt dreht sich der um zum Himmel legen, ich glaub's ja nicht. Ja, sieht nicht sehr begehbar aus. Hier kann ich die Treppe rauf, die Leiter. Aber mir das was bringt, ich weiß es nicht. Gestern haben wir ein paar Freunde und ich Slender wieder gespielt. Und ich war eigentlich sehr von mir überzeugt, dass ich da nicht so erschrecken werde, da ich es jetzt doch auch selbst ein paar Mal gespielt habe. Und weil mit mehr Leuten ist es nicht so schlimm. Aber, ach, scheiße, ich habe mich gestern schon wieder richtig eingekackt bei dem Scheißspiel. Vor allem war es schon so 12 Uhr abends. Und ja, das ist. Die verdammte Musik macht mich einfach am meisten verrückt. Und der kommt jetzt genau auf mich zu. Da ziehe ich mich jetzt lieber zurück, weil der ziemlich schnell hoppeln kann. Und da kommt auch ein und er. Ah, ha, 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 ha. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut.
fehlt nur noch, dass hier um die Ecke gleich auch gleich... Wow, fuck! Bei uns donnert es auch noch gerade und blitzt. Und das war jetzt gerade... Wow. Wow. Scheiß Dreck. Wow, bei uns wackelt jetzt gerade alles. Das passt gut zum Spiel, aber... Scheiße. Der Blitz war nahe dran. So, 15 Minuten wären eigentlich schon wieder rum. Es sind schon mehr wie 15. Es müssten schon wieder so 17 sein, weil ich zuerst nicht aufgenommen habe. Jetzt werde ich noch sehen, dass ich hier hinten rankomme und dann werde ich mich verabschieden für den offiziellen Part 2. Falls ich sie überlebe, sagen wir es so. Hier kann man auch rein. Hier ist eine Axt drin. Aber jetzt brauche ich ja auch keine Axt mehr. Aber mitnehmen tue ich sie auf jeden Fall. Take Hatchet. Ja, dann scheiß auf dem Autoreifen. Jetzt noch. Es geht eigentlich dann wieder relativ schnell, wenn man. Es gehört einfach mehr Glück als sonst irgendwas dazu, dass man da zu dem richtigen Gebiet kommt, wo gerade was drin ist. Und es kann ja auch sein, dass gerade vor 5 Minuten ein anderer Spieler vorbeigelaufen ist und das alles aufgesammelt hat. Und wenn man dann genau wieder da hinkommt, wenn das Zeug respawnt, dann hat man wirklich mehr Glück und das braucht man in DayZ eindeutig sehr viel vom Glück. Weiter. Irgendwo hoppelt hier wieder einer. Osch. Oh Mann. Fuck, das meinte ich. Ich hatte jetzt mehr Schwein als Verstand, da ich da jetzt geduckt gelaufen bin, dass mich der nicht gesehen hat. Und das war jetzt echt wieder fucking Schwein. Weil, ihr habt ja gesehen, ich bin etwas stehen geblieben, weil ich eigentlich nicht damit gerechnet habe, dass mich der nicht gesehen hat. Boah, fuck. Wieder eine Axt. Sonst eigentlich nichts Weltbewegendes. So, ich will jetzt nur noch hier rauf. Und der hat schon wieder umgedreht. Ja, uncool. Jetzt kommt der auf mich zu wieder. Verpiss dich bloß. Ah, da kommt auch einer, ich glaub's. Ah. Ich trau mich da oft dann auch nicht zu sprechen, so dumm wie es klingt. Aber das ist einfach... So, ich glaube, ich gehe jetzt ganz schnell da hoch, weil selbst wenn sie mich verfolgen, habe ich auf der Leiter die größte Chance, dass ich sie dann auch abknallen kann. Gehen wir hier noch mal kurz um, ob es hier irgendwas gibt. Nö. Nothing. Nischt. Niente. Ja. 19 Minuten. Ach du Scheiße, es wird wieder so ein langes Video. Ja, mit diesen wunderschönen und drastischen Bildern verabschiede ich mich vom Let's Play. Part 2 war das. Schaut auch auf meiner und unserer Facebook-Seite vorbei. Den Link dazu gebe ich in die Beschreibung. Und wenn wir da mal mehr Fans haben, dann wird es auch Gewinnspiele geben, wo ihr Games eurer Wahl gewinnen könnt. Da wir ja auch mit Amazon zusammen was machen, könnt ihr euch dann ein Spiel aussuchen und das wird euch dann zugesandt. Wenn ihr die Gewinnspielfrage dann richtig beantwortet natürlich. Nicht jeder bekommt ein Spiel, falls ihr das jetzt denkt. Naja,
Und es wird auch noch andere Sachen zu gewinnen geben, wenn wir mal mehr Fans haben. Wünsche euch einen schönen Tag und tschüss.